So, und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Wir spielen jetzt weiter, nachdem wir aufgehört haben. Das ist doch mal cool. Das macht man für gewöhnlich immer so. Und dann ziehen wir uns nochmal eine Schildfusion rein. Gut. Ja. Finde ich auch gut. Ich habe jetzt mal so richtig Bock, Bioshock zu spielen. Und das erste, was wir jetzt machen werden, ist den Bereich verlassen. Geil. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Oh, du willst alles sehen. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Ja, na gut, dann... Ich geh dann mal. Na gut, wir reden mit ihr. Hey, Elizabeth ist... Alles wird gut. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Oh. Ups. Das habe ich kommen sehen. Die Weiber, die wollen dann immer nur das Böse. Ach nein. Stellte sich heraus, dass das Mädchen nicht dumm ist. Aha. Und ich ziehe es vor, sie bei guter Laune zu halten. Ja, das sollte ich auf jeden Fall tun. Denn zickige Mädchen können echt schwierig sein. Damit wollen wir jetzt nicht umgehen müssen. Unseren Schulden. Oh, was kommt jetzt? Sind wir jetzt hier bei den Einheimischen? Bei den Urmenschen? Werden wir jetzt geopfert werden? Wart ab. Ich habe es gesehen. Ganz zufällig. Genau in dem Moment. Wo ist das denn? Oh je. Ein Gefängnis, alles klar. Dürfen wir jetzt Steine kaputt hauen? Das ist doch mal cool. Die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finken unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Okay. See you later. Okay, dann gehen wir mal los. Und marschieren mal zum Waffenschmied. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Alter, was ist das denn hier für eine Disco-Musik? Die Frage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was gefällt ihr euch, frage ich. Ach, oh nein. Das war keine gute Idee. Mensch, warum gibt es hier denn nicht irgendwie... Warum habe ich Waffen und... Warum? Warum? Warum habe ich das getan? Was lag hier? Hallo, Officer? Hey, bin immer noch nicht tot. Okay, irgendwas lag hier. Das weiß ich ganz genau. Ich habe gerade eben einen
Aufheben gesehen. Gut, das war die Leiche, aber ich meinte eigentlich irgendwo hier. Na gut. Warum gibt es hier eigentlich nicht so einen Schutz? Warum Strom? Ach, die sind aber einfach zu besiegen. Einfach die Ballons kaputt schießen und schon sind sie weg. Oh, das war keiner. Ja, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen Action hier. Oh. Vielleicht gleich jemand anderen aufweisen, nämlich dich. Oh Gott, guck mal hier. Shotgun. Oh je. Edward Freddy Taylor, ein Weißer, 17 Jahre alt. Oh, heilige. Den hätten wir fast nicht gesehen. Oh nein. Oh nein, oh nein. Er sieht uns nicht. Oh, er sieht uns. Scheiße. Nein. Vergessen. Was hatten wir denn? Ach, Krähen. Okay. Und dann, was ist schon ein Dann gibt es noch die Hähnen. Die Unruhestifter, die immer für die Pferde scheu machen. Ah ja, ich weiß, ich weiß, ich bin böse. Mein Fehler, mein Fehler. Ich hau das schon ab. Oh, was haben wir denn hier? Salz. Ich glaube, die haben sich wieder beruhigt. Können wir jetzt auch friedlich durch die Welt gehen? Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen blinden Passagierinnen machen? Lieber nicht. Hallo. Hey, jetzt warte mich. Doch mal. Gehen Sie weg. Du musst gehen. Hallo. Ich die irgendwie fangen. Au. Ey. Ey. Warum war ich in dem Container drin? Was soll das? Ich will bloß mit dir reden. Sie sollen weggehen. Gut, dass sie an der Ecke auf mich gewartet hat. Oh, da kann sie einen Riss öffnen. Elizabeth! So. Lassen Sie mich! Jetzt warte doch! Sie weg. Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht. Nein! Weg da! Aus dem Weg! Bin nicht sauer auf dich! Ab. Warte! Oh, verdammt! Jetzt komm her! Jetzt reicht's mir! Jetzt geht meine Gatling-Gun gleich los! Ich hab doch auf die geschossen! Wir haben sie! Ich hab sie doch abgeschossen! Es muss einen anderen Weg geben. Oh. Da mache ich einmal was richtig und dann funktioniert's nicht. Das gibt's doch nicht. Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie auf. In Kürze kommt es. Oh, ich würde sie loslassen. Ich habe eine fette Waffe. So, was haben wir denn hier? Automaten. Munition, warum ist die rot? Okay. Wahrscheinlich habe ich das schon alles voll. Oder andersrum. Ich glaube andersrum, ja. Teufelsboost erhöht den Schaden. Ja, okay, aber das nehme ich ja meistens nicht. Munition für Burst Gun? Burst Gun? Okay. Sowas gibt es auch. Repetierer.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ich kauf's mir einfach mal. Sperr sie ein, bis kommst du. Ja gut, dann schieße ich dich halt tot. Zu Staub und Asche verbrannt. Oh. Cool. Kann nicht während des Kampfes. Okay. Ergib dich. So. Oh je, schlechte Idee. Also wenn ich so einen Stock hätte, dann würde ich nicht auf jemanden zurennen, der eine Gatling Gun in der Hand hält. Also. Munition. Hat er nicht irgendwie... Ah, okay. Okay. Das ist jetzt etwas schlecht. Wir brauchen Salz. Salz, 100%. Vielen Dank. Tötet ihn. Tötet nicht mich. Oh. Der hat mal einen Rocket Jump versucht. Oh ja, komm bloß her, komm bloß her. Runter umschießen, cool. Okay, dann können wir, glaube ich, hier reingehen. Ja. Oh, jetzt geht's los hier, jetzt gibt's Power. Wo ist sie? Wo ist sie denn? Läuft sie? Huch. Wäre ich auch noch fast runtergefallen. Oh. Oh je. Oh. Oh mein Gott. Wow. Ich dachte schon, hier wäre es zu Ende. Hey, hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elizabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Ja gut. Fräuleinchen. Gewöhnen Sie sich nicht so sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. So, jetzt hätte ich fast schon wieder geschossen, aber nein. Nein, 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 diesmal habe ich mich beherrschen können. Wir können Lockpicks kaufen. Ja, naja, ja. Achso, wir können nicht mehr, okay. Munition für die Schrotflinte auf jeden Fall. Guckt mir so. Schadensboost.
Wenn wir den doch mal für die Schrotflinte haben. Schrotflinte, perfekt. Perfekt. Genau, den wollte ich doch schon immer mal haben. Können wir noch mehr Schaden austeilen? Müssen wir doch gleich mal testen. Und zwar in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann like doch. Was Daisy Fitzroy und ihre Anarchistentruppe wollen? Nein, nicht jetzt. Streikt, sagen sie. Legt die Arbeit nieder, sagen sie. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer diese Hyänen wirklich sind. Ich frage euch, wo werden sie sein, wenn es draußen kalt ist? Und eure Jungs haben Mumps und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Bei den Box. Seht ihr nicht, was die Box Populi verkauft? Sie verkauft Träume. Und Träume sind nicht billig. Okay. Nachdem er seine tolle Ansprache jetzt halten durfte, möchte ich gern meine Absprache halten, die ich schon leicht angefangen habe. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat und ja, dann haut mir doch mal ein Like rein und abonniert mich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Reingehauen.